Mein Name ist Jessica Leimgruber, ich komme von Graubünden und wohne in Scharanz. In meinem Projekt habe ich mich mit der großen Brennnessel befasst. Sie ist eine Pflanze, die traditionell schon sehr lange verwendet wird. Mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden wollte ich sie auf ihr antibakterielles Potenzial untersuchen. Mit zwei Fragestellungen wollte ich herausfinden, ob die antibakterielle Wirkung der Brennnessel durch längeres Wachstum und einen höheren Standort zunimmt. Die Resultate, welche ich mit Hilfe eines Helmholtz-Tests erhalten habe, deuten an, dass die Brennnesseln, welche am Berg wachsen, eine stärkere antibakterielle Wirkung haben als jene, die im Tal wachsen. Für die zweite Fragestellung betreffend Wachstum lassen die Resultate vermuten, dass durch längeres Wachstum das antibakterielle Potenzial der Brennnessel zunimmt. Die gesteigerte Sonneneinstrahlung vom Frühling bis in den Sommer sowie in der Höhe könnten der Brennnessel die Energie zur Verfügung stellen, um mehr antibakterielle Stoffe aufzubauen. Die Brennnessel bleibt auch heute interessant.